Hey und herzlich willkommen hier zum neuen Video auf Doms Mobile Channel. Und mit diesem Video starte ich eine neue Serie, wo es darum geht, auch mal Artikel vorzustellen, die so gekauft werden können. Bisher ging es ja in meinem Kanal eher um den Fokus, wie kann ich etwas selber basteln. Aber gewisse Dinge kann man einfach nicht in dieser Qualität selber basteln. Wie zum Beispiel diesen Artikel hier, und zwar den Signalausleger von DM Toys bzw. von Modellbahn Union. Und genau um diesen Signalausleger geht es in diesem Video. Ja, was gibt es zu dem Signalausleger sozusagen? Das ist ein wirklich tolles Produkt, ein Laser-Cut-Produkt. Ich habe bisher relativ wenig mit Laser-Cut gearbeitet. Hat mich immer ein bisschen so abgestreckt, Pappe oder ja, dünnes Holz auf der Anlage zu verwenden. Bisher war ich doch eher so dieser Plastik-Bausatzmann, der wo dann da mit Pulver oder mit Farben noch nachgearbeitet hat, um das zu patinieren. Aber ich muss sagen, dieser Bausatz, ich habe ihn hier mal, der Bausatz macht wirklich einen guten Eindruck. Sieht toll aus. Dieser Karton hat eben von Grund auf nicht diesen glänzenden Effekt. Es ist gar nicht mehr viel Nacharbeit notwendig. Ich zeige euch mal ein paar Bilder hier. Das sind direkt Bilder, die ich so auf der Anlage gemacht habe. Ich habe nichts nachgearbeitet, wirklich den Bausatz einfach nur so direkt zusammengebaut, wie er im Prinzip aus der Schachtel kommt. Ja, wirklich ein tolles Produkt. Und wie gesagt, so ein Produkt, diese Signale selber zu löten, selber das zusammenzubasteln, auch mit den kleinen Schirmchen dran, die eben die Sonne, diese Spiegelung von der Sonne verhindern sollen, das so selber zu machen in der Detailtreue, ist glaube ich nicht möglich. Deswegen habe ich mich hier für den Bausatz entschieden. Und wer den Bausatz schon mal live gesehen hat, ich hatte das Glück, schon zweimal auf der Messe bei DM Toys direkt den Bausatz aufgebaut zu sehen. Der ist wirklich begeistert von dem Ding. Also ich persönlich bin wirklich begeistert von diesem Bausatz. Beim Zusammenbauen sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Zunächst einmal geht es um den Kleber. Also klar, grundsätzlich ist es Pappe bzw. Holz. Man könnte natürlich auch ein Holzleim nehmen, ganz klar. Ich hatte das Problem beim Holzleim, der war mir zu dick. Dann müsste man jetzt verdünnen, dann müsste man ihn irgendwo umfüllen mit irgendwas, vielleicht eine Spritze oder so, wo man den auch wirklich dünn auftragen kann. Ich finde, das ist bei so einem Lasercut-Bausatz ganz wichtig, dass der Kleber dünn aufgetragen wird. Ja, also ich habe so alles in allem bei Leim nicht die tollsten Erfahrungen gemacht. Ich persönlich habe diesen Rocket Card Clue Kleber hier verwendet. Der ist eben speziell für Lasercut-Bausätze gedacht und der ist echt cool, also von Deluxe Materials ist der und der kommt mit einer solchen Kanüle mit, die ist relativ lang und schön dünn und mit dem kann man wirklich den Kleber an genau den Stellen auftragen, wo man braucht und relativ fein dosieren. Also das macht echt Sinn. Und was ich auch festgestellt habe, wenn man mit Leim die Dinge zusammenklebt, dass dann bei Leim, das ist immer so ein schmieriger Film, die zwei Teile, die flutschen da aufeinander durch die Gegend. Und das ist eben mit so einem Kleber nicht der Fall. Da werden die Teile wirklich aufeinander gedrückt und bereits nach kurzem Andrücken haften die wirklich sauber aneinander. Das macht das Arbeiten wesentlich einfacher. Meine persönliche Erfahrung jetzt, wem dieser Kleber zu teuer ist, es geht natürlich auch Holzleim grundsätzlich. Wie gesagt, ist es ja Holz, Papier, alles dasselbe. Der Kleber klebt natürlich, also Holzleim klebt natürlich auch. Aber ich persönlich fand es eben einfacher, mit einem solchen Kleber hier zu arbeiten. Wie gesagt, ich habe verwendet den Rocket Card Glue von Deluxe Materials. Meine Empfehlung an euch, das Ding ist wirklich, also das ist eine Riesenflasche. Das Geld ist es alles mal wert. Dann zu dem Zusammenbau von dem Signalausleger selber.
An sich wirklich kein Hexenwerk. Dann war noch die Signale an sich sind bereits fertig verlötet, muss man da also nichts mehr machen. Der Schirm auf dem Signal, den muss man selber noch aufkleben. In der Bedienungsanleitung wird eben gesagt, man sollte dazu einen Sekundenkleber verwenden. Kann man bestimmt natürlich auch machen. Ich für meinen Teil habe mir auf einer Messe mal so einen Hochleistungsindustrie-Klebstoff hier zugelegt. Der klebt wirklich alles. Glas, Holz, Metall, Gummi, Stein, Plastik. Alles, was mir bisher in die Quere gekommen ist, klebt er. Laut dem Verkäufer auf dem Messestand klebt er auch wirklich alles, außer Teflon. Das ist das Einzigste, was er nicht klebt. Ich bin absolut zufrieden mit dem Ding und ich habe eben das hier genommen und nicht Sekundenkleber, um den Lampenschirm, die Lampenschirme, dieses vordere Teil auf die Signale zu kleben. Hat auch ganz gut geklappt bei mir. Und auch die Signale selber, die ja dann doch wieder aus diesem Plastik sind, an den Kartonbausatz, an diese Halterungen hier zu kleben. Auch da habe ich diesen Kleber verwendet. Auch da hat es super funktioniert. Die Leitungen, die einzelnen, die werden durch den kompletten Ausleger durchgeführt, kommen dann am Boden durch ein kleines Loch raus. Und ja, also dann muss man die ganzen Drähte hier halt durchführen. Die einzelnen Drähte hier sind farblich gekennzeichnet. Es gibt eben zwei rote für die beiden Rot-LEDs oben. Es gibt grün, gelb, weiß und den Nullleiter. Der ist hier mit einer Diode versehen, wenn ich das richtig deute, dass man eben auch theoretisch das Ding mit Wechselstrom betreiben kann oder eben bei Gleichspannung das Ding nicht falsch rum anschließen kann, weil es dann einfach nicht leuchtet durch die Diode. Beziehungsweise es würden ja eigentlich die LEDs sind ja auch Leuchtdioden selber tun, aber eben am Minus hier nochmal eine Diode angebracht. Genau. Die beiden Signale untereinander kann man relativ einfach unterscheiden, da das ja vom Typ her die gleichen Signale sind. Wenn man die jetzt einfach aneinander hält, dann sieht man schon, ein paar der Widerstände sind einfach länger als die anderen. Das kommt natürlich daher, weil die Kabel des einen Signals ja diesen Weg, das sind so knapp, was sind das, 3 cm ungefähr, müssen sie ja mehr zurücklegen und dementsprechend sind die hier unten dann eben länger, kann man dann relativ deutlich erkennen, welche Enden zu welchem Signal gehören. Also auch kein Problem. Kurz zu den 3 cm in etwa. Das ist ja der Gleisabstand, den man nachher hat. Es sind zwei unterschiedliche Ausleger oder diese Hauptträger eben, zwei unterschiedliche dabei. Einmal für den Gleisabstand von 34 mm und einmal für den Gleisabstand von 30 mm. Grundsätzlich ist es aber möglich, die Signalträger hier an jeder x-beliebigen Position zu positionieren. Einzigster Vorteil eben, der bei 30 oder 34 mm gegeben ist, dass die Klebefläche etwas größer ist an der Stelle. Die müsste man abschneiden, wenn man es woanders haben will. Und oben in dem Ausleger selber sind zwei kleine Löchchen schon drin, wo man die Kabel durchführen kann von den Signalen. Auch diese müsste man sich an einer anderen Stelle dann eben selber machen. Aber grundsätzlich ist es möglich, die Signale an jeder x-beliebigen Stelle natürlich anzukleben. Die Signale mit den Körben gibt es auch einzeln bei DM-Toys zu kaufen, dass man zum Beispiel auf der Rückseite auch gleich ein Signal anbringen könnte, wenn man das denn wollte. Gibt es als Einfahrsignale oder als Ausfahrsignale. Ja, genau, also hier reichlich Bearbeitungsmöglichkeiten auch an dem Signalausleger selber. Ich persönlich habe jetzt auch noch bei dem Signalausleger unten zwei Magnete angebracht, die in passende Löcher auf der Platte passen, wo in den Löchern auch Magnete drin sind. Dadurch kann ich den Signalausleger einfach auf die Platte mit dem Magnet draufsetzen und auch wieder abziehen. Sollte doch mal ein Signal kaputt gehen oder irgendwas mit dem Signalausleger sein, habe ich das ganze Ding nicht fest draufgeklebt, sondern nur über Magnete fixiert. Finde ich persönlich auch ganz praktisch. Ja, genau. Dann noch beim Zusammenbauen, was ist mir aufgefallen? Also dieser Lasercut-Bausatz ist wesentlich stabiler, als man es vielleicht von Papier oder Karton gewohnt ist. Das ist wirklich ein stabiles Teil, muss man wirklich sagen.
Klar, so filigrane Dinge wie jetzt hier vorne die Leitern zum Beispiel oder oben auch das Geländer, das ist natürlich schon sehr filigran. Da muss man schon vorsichtig sein. Aber Modellbau in 1 zu 160 bleibt eben einfach Modellbau in 1 zu 160, egal ob das jetzt Plastik, Papier, Karton, Holz oder Metall ist. Es ist eben filigran. 1 zu 160 muss eben filigran sein. Und klar, vielleicht wäre Metall da stabiler. Vielleicht wäre es sogar Plastik etwas stabiler, weil es nachgiebig ist. Aber auch mit dem Papier kann man arbeiten, mit dem Karton kann man arbeiten, wenn man da ein bisschen vorsichtig damit umgeht. Ansonsten, wie gesagt, ein wirklich tolles Produkt. Mir gefällt es. In der Anleitung ist noch was drin, was mir nicht so gut gefallen hat, wie ich das im Nachhinein feststellen musste. Und zwar, wenn man ganz genau hinsieht, ja, sieht man vielleicht, wenn man ganz genau hinsieht, ist bei mir die Platte im Vergleich zum Ausleger etwas schief. Minimal. Das konnte ich ausgleichen durch die Magnete. Dadurch, dass ich die in der Platte nochmal drin habe, konnte ich die ein bisschen anheben, das Ganze ein bisschen ausgleichen. Das kommt von der Anleitung her. Ich zeige euch das mal oder blende euch das mal in der Anleitung ein. Und zwar wurde erst hier so ein kleines Viereck draufgeklebt. Von unten her, und da hat man eben noch keine Ausrichtung, wo man das irgendwie ja, im rechten Winkel ansetzen kann. Da ist reines Augenmaß gefragt. Und dann zum Schluss im letzten Schritt wird von unten nochmal die tatsächliche Grundplatte angeklebt. Oben bei diesem kleinen Viereck in Schritt 9, da passt dieser Ausleger, dieser viereckige Ausleger in das Loch. Und unten ist ja nur das Loch, wo die Kabel durchgehen. Das ist das. Dieses viereckige Hohlrohr praktisch von dem Ausleger passt direkt drauf. Jetzt wäre es natürlich meiner Ansicht nach praktischer gewesen, wenn man diesen viereckig ausgesparten Rahmen zuerst auf die Grundplatte geklebt hätte und dann den Ausleger drauf, weil dann hat man praktisch unten einen Anschlag und wenn man dieses Hohlrohr auf diese Grundplatte steckt, dann ist das praktisch wiederum im rechten Winkel, wenn man vorher den Signalausleger an sich sauber zusammengeklebt hat. Wäre für mich von der Schrittfolge her logischer gewesen, dann hätte man da wirklich eine saubere Ausrichtung gehabt und das Ding wäre vermutlich gerader drin gestanden, als es jetzt bei mir tatsächlich tut. Vielleicht das als kleiner Tipp für euch, wenn ihr das zusammenbaut, diesen Bausatz selber kauft, vielleicht eher in der Reihenfolge zu machen, anstatt in der Reihenfolge, wie es angegeben ist. Ja, was bleibt mir sonst zu sagen? Das war es eigentlich schon. Genießt noch ein paar Bilder, die ich jetzt noch einblende von dem Bausatz auf der Anlage. Ich habe das nur vorübergehend in meine alte Anlage hier jetzt nochmal eingebaut, damit ich euch ein paar Bilder zeigen kann. Das Signal selber wird auf meiner neuen Anlage nachher stehen. Die neue Anlage wird in Segmentbauweise aufgebaut. Auch darüber werde ich noch das ein oder andere Video machen. Und wenn euch diese Art des Videos gefällt, dann klickt einfach auf den Abonnieren. Button oder auf den Like-Button, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt in den Kommentaren die Frage dazu. Und ich bin natürlich über jegliche Art von Feedback dankbar. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Was genau das nächste Video wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es wieder eine Produktvorstellung wie dieses. Vielleicht wird es aber auch ein kleiner Beitrag über die neue Anlage oder einer meiner kleinen Tipps und Tricks-Videos. Bleibt einfach neugierig, schaut immer mal wieder rein und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!